Weiter geht es mit einer neuen, düster spannenden Folge Hidden Agenda. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Projekt weiterhin mit einer Bewertung unterstützen würdet. Und wir machen jetzt weiter. Hey Lana. Check deine Mails, jetzt. Was? Oh. Egal wer das war, es spricht dafür, dass Marnie Calvary umgebracht hat. Und nicht nur Calvary. Hör die Aufnahme an. Unglaublich, wie diese blöde Marnie ihr Maul aufreißt. Wir müssen aufpassen, sonst lässt sie die ganze Operation platzen. Was sagt sie? Sie hat mich bedroht. Uns alle. Sie ist außer Kontrolle. Jemand hatte das jahrelang in seinem Besitz. Hast du die Stimmen erkannt? Nein. Sollte ich? Es wurde bestätigt. Es sind zwei der Officer, die der Trapper getötet hat. Verdammt, weißt du? Was? Marnie verhält sich wirklich seltsam. Ich sag's nur ungern, aber es passt zusammen. Oh oh, Leute. Ein Ticken ist nie ein gutes Zeichen, wenn der Trapper in der Nähe ist. Was zum Teufel? Oh shit! Richter Vanstone? Alter! Oh fuck! Oh mein Gott! Oh fuck! Oh mein Gott! Alter, wie krank ist das? Was? Oh Gott. Was hat sie mit mir gemacht? Was hat sie mich reingesteckt, verdammt? Okay, Bondage-Abend geht in eine völlig falsche Richtung. Ah, Richter. Vanstone, ich, Was ist denn? Der Trapper. Er hat sie präpariert. Was? Nein, nein. Nein, 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 nein! Es ist wahrscheinlich ein Sprengkörper. Scheiße, ich muss nachdenken. Gott! Oh, das ist so übel, Alter. Das ist so hart übel, oder? Was für eine perverse Sau. Was macht der Kopfdetektiv Warney? Sie suchen nach ihm. Sie wissen alles. Dass sie alle getötet haben. Es gibt keinen Kampf. Sie sind der Trapper weg. Fuck you! Wer sind sie? Wieso tun sie das? Sie könnten lebendig da rauskommen, wenn sie das irgendwie tröstet. Aber sie müssen sehr aufmerksam zuhören. Wie sie sehen, befindet sich ein kleiner Pulsmesser an Richter Vanstones Arm. Er ist synchronisiert mit einem Handy, das ich chirurgisch in seinen Magen implantiert habe. Das Handy ist nur der Timer. Aber jeder seiner Herzschläge zieht eine Sekunde ab. Je schneller sein Herz schlägt, desto schneller die Uhr. Möchten Sie einen Tipp abgeben, was passiert, wenn der Timer die Null erreicht? Game over. Für alles und jeden in einem 30 Meter Radius etwa. Was höchstwahrscheinlich all die Polizisten mit einschließt, die in diesem Moment kommen, um sie zu verhaften. Okay, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ah, Scheiße! Wieso tun sie das? Was haben sie vor? Das verrate ich ganz sicher nicht einem zweitklassigen Cop. Manchmal ist Töten die einzige Option. Was? Sie können weglaufen, aber ich kann nicht versprechen, dass ich den Ballon nicht etwas früher platzen lasse. Und da drin ist genug Sprengstoff, um das ganze Stockwerk platt zu machen. Großer Gott! Ihre Waffe liegt nicht ohne Grund noch dort. Stoppt sein Herz. Stoppt der Timer. Es kann nicht Ihr Ernst sein. Das
Es kann sein, was immer ich will. Sie können leben oder sie können sterben. Es liegt bei Ihnen. Und die Uhr tickt. Oh, fuck. Was hat er gesagt? Können Sie mich hier rausholen? Okay, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Wenn ich fliehe, werde ich so oder so sterben, weil viel zu viel Sprengstoff da drin ist. Also bleiben wir. Was hat er gesagt? Können Sie mich hier rausholen, bitte? Oh fuck, nein, oder? Sie greift doch nicht direkt zur Waffe. Oh Mädchen, oh Gott, es wird alles, was ich entscheide, eskaliert. Ich schieß nicht, ich schieß nicht. Komm schon, Plan B. Scheiße. Nein, 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 Plan B. Bitte, bitte nicht. Plan B, Alter, Plan B. Fuck. Kann ich. Ich kann nicht. Oh, oh Gott. Oh Gott. Danke. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten. Er muss cool bleiben. Sehr, sehr ruhig. Warum? Was ist los? Oh Gott. Okay. Wir sind direkt, wir haben keine Zeit. So in aller Welt. Psst, bitte, bitte, bitte. Bleiben Sie ruhig. Ganz ruhig. Scheiße. Wenn der Timer abläuft, sind wir beide tot. Wie viel Zeit? Okay. Okay, wir sind bald zuversichtlich. Vielleicht beruhigt sie ihn. Noch jede Menge Zeit. Okay, also. Lassen wir es dabei. Bleiben Sie ruhig. Dann finden wir einen Weg. Wenn Sie das Handy rausholen, kann es mir nichts tun, oder? Sie müssen es rausholen. Fliehen ist keine Option. Wir operieren. Fuck! So eine Scheiße, Mann. Warum muss bei mir alles so extrem sein? Ich halt's nicht aus. Da musst du durch, Alter. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Haben wir es geschafft? Er lebt noch, oder? Ich meine, das war ja direkt unter der Haut. Also das kann nicht mal tief drin gewesen sein. Atmet er noch? Scheiße, ich habe keine Ahnung. Fuck. Kontakte. Ich rufe meinen Partner an. Tom Nelson. Hey, Becky, wo bist du? Oh Gott, Tom. Hast du ihn wirklich entführt, Richter Vanstone? Es hieß, du bist im Elliot Hotel. Wir stehen davor, jetzt gerade. Ich bin im Hotel, aber Sie müssen mir helfen. Bitte. Becky, bleib da. Wir kommen rein. Okay, fuck, Tom. Fuck. Ich hoffe, du rettest mich. Scheiße, ich hoffe, der Richter lebt noch. Normalerweise müsste er noch leben. Er müsste noch leben, oder? Okay, okay. Im Moment, ich würde sagen, ich habe die Lage relativ gut im Griff. Also, ich habe den Richter wahrscheinlich gerettet. Zumindest habe ich mal all die Polizisten gerettet und ich habe mich gerettet. Okay, nee, 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 wir haben ja nichts zu verbergen.
Wir kapitulieren. Ich bin eine fucking Heldin. Stopp! Auf den Boden ziehen! Jetzt! Knie dich hin. Knie dich einfach hin, du warst es nicht. Die Hände hinter den Kopf. Unten bleiben, unten bleiben. Okay, okay. Oh fuck, das wäre so mies, wenn das alles ein abgekartetes Spiel gewesen wäre. Finn wollte gefangen genommen werden, wollte wieder rauskommen, wollte irgendwie den großen Trick machen und alles uns anhängen. Das wäre richtig mies. Was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Ich weiß nicht. Sie war so nah dran, aber... genug. Becky war in der Nacht von Calvarys Tod bei mir. Bis morgens. Wenn sie ihn nicht umgebracht hat, ist der Trapper noch da draußen. Felicity, ich weiß. Sie wollen helfen, aber alle Beweise sprechen gegen Becky. Aber sie ist unschuldig. Treten Sie denn nicht füreinander ein? Haben Sie nicht einen Kodex? Es gibt nur ein einziges Blau, stimmt's? Ja, genau. Das hat man uns auf der Akademie vorgeheuchelt. What the fuck? Sie lügt für mich und Tom fickt mich. Ey, das kann doch jetzt nicht Ende sein. Never, oder? What the fuck? Okay, okay, das ist kein Ende, oder? Hä, ich hab hier komplett andere Sachen. Was ist hier? Okay, ich bin total verwirrt. Irgendwie hat sich da was verschoben bei mir. Ja, ich habe mir einen Drink genommen. Ich bin im Hotel aufgewacht. Okay, mal sehen, wie es weitergeht. Es kann ja noch nicht das Ende sein. Unmöglich, unmöglich. Vor einigen Stunden ist Richter William Vanstone aus seinem Haus im Osten der Stadt entführt worden. Er wurde bereits gerettet und erholt sich im Kreis seiner Familie. Kurz darauf ergab sich Detective Beckimani der Polizei und wurde verhaftet. Sie widersprach jeglichen Vorwürfen, gilt aber sowohl im Vanstone-Fall als auch für den grausamen Mord an Detective Jack Calvary als dringend tatverdächtig. Unbestätigten Berichten zufolge war möglicherweise Detective Beckimani an der Flucht des verurteilten Serienmörders Jonathan Finn beteiligt. Jonathan Finn ist noch immer auf der Flucht und gilt als bewaffnet und gefährlich. Die Ermittlungsarbeiten dauern an. Soeben verlas Sergeant Riggs vor Vertretern der Presse eine kurze Erklärung. Okay. Es geht noch weiter, wie es scheint. Die können mir das doch nicht anhängen. Das ist doch unmöglich. Ich meine, was wäre die Verbindung? Was wäre die Ursprungsverbindung? Warum sollte ich sowas tun? Wir können bestätigen, dass Becky Marnie unter Arrest gestellt wurde. Das ist derzeit alles. Danke. Ich weiß nicht, ob Detective Marnie der Trapper war. Kann's nicht beweisen. Aber sie hatte ein Motiv. Gelegenheit, vielleicht. Es kommt wohl darauf an, ob ich ihr vertraue. Das frage ich mich nun schon ziemlich lange. Alter, warum ist Tom so ein Wichser? Also, dass Marnie ihnen half. Ich sage nur, was passiert ist. Glauben Sie, es könnte möglich sein, dass sie an einer Art multiplen Persönlichkeitsstörung litt? Sie denken, sie war verrückt? Gut und böse zugleich? In dieser Stadt ist alles möglich. Also ja, Marnie hat ihre Spuren sehr gut verwischt, sie war Polizistin, also kannte sie unsere Denkweise sehr genau. Nach meiner Expertenmeinung werden wir das ganze Ausmaß von Marnies Betrug wohl nie erfahren. Sehr intelligent, manipulativ, dazu bereit, jeden auszuschalten, der ihr im Weg steht, besonders die, die ihr vertraut. Aber hey, wenigstens kann sie niemandem mehr wehtun. Ja, ich weiß nicht, es ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wäre an etwas dran. Ich glaube nicht, dass sie dahinter steckt. Ich vertraute ihr. Ich vertraute ihr.
Leute, also es sind im Grunde alle Fragen unbeantwortet. Wo ist Finn? Wer war das Callgirl, die Frau, die bei all diesen Morden irgendwie mit beteiligt war? Was ist mit Adam? Wer ist Adam? Wo steckt Adam? Wer ist der Mörder wirklich? Wer ist die Frau, die sich als Kellnerin ausgegeben hat? Ist sie das Callgirl oder ist sie jemand anderes? Warum ist Tom so ein Wichser? Keine Ahnung, ich meine... Wow. Ich bin im Gefängnis gelandet. Und die Beweislage ist doch total... Das kann doch niemals sein. Damit kriegen die mich doch niemals dran. Ich bin auf einmal der Mörder? The Trapper? Der Trapper, wie man im Osten sagt? Nein, 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 unmöglich. Wir müssen das Spiel auf jeden Fall nochmal spielen und komplett andere Entscheidungen treffen. Ich glaube, Finn gehen zu lassen war vielleicht auch eine ganz gute Entscheidung. Nur der Drink, das Bier, das hat mir auf jeden Fall das Genick gebrochen. Denn hätte ich mich mit Finn getroffen, hätte ich vielleicht diesen mysteriösen Adam endlich kennengelernt. Wir werden es erfahren. In der nächsten Folge. Hoffentlich. Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen Durchgang machen mit komplett anderen Entscheidungen und mal sehen, was dann alles passieren wird. Wir werden den Geheimraum finden. Wir werden uns um diesen Hausmeister oder was auch immer, dieser Angestellte aus der Anstalt, um den werden wir uns kümmern. Wir werden alles ein bisschen anders machen und ich hoffe, dann können wir endlich die ganze Story komplett zusammensetzen. Denn ich habe ja hier auf dem Handy in der App auch ein Biografien-Logbuch und hier habe ich einen Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Felder, ja, die komplett grau sind. Entweder passiert da gar nichts oder da passiert eine Menge. Genauso bei den ganzen Schicksalsmomenten habe ich auch irgendwie noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Felder. Also ja, wir müssen es nochmal spielen, denn ja, wir haben es hart verkackt. Bis zum nächsten Mal. Bewerten nicht vergessen. Und...